Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 6. Oktober 2014. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, astrologisch gesehen steht die jetzt folgende Woche ganz klar im Zeichen des Vollmondes am Mittwoch mit der Sonne in der Waage und dem Mond im Widder. Ein Vollmond, der vor allem die Aspekte von Freiheit und Individualität betont. Wobei uns eben auch klar ist, was dieser Freiheit und Individualität im Wege steht. Das haben wir jetzt am Wochenende und in den letzten Tagen mehr oder weniger deutlich klar zu spüren oder erkennen können. Aktuell ist der Mond in den Fischen, wo er Sonntagmittag hineingegangen ist und dort wird er bis morgen Dienstagmittag bleiben. Mond in den Fischen, eine an sich sehr spirituelle Stellung, wo es im Grunde darum geht, tief in die Gefühle zu gehen. Es ist oftmals unklar, in welche Richtung wir uns bewegen sollen, weil der Mond in den Fischen letztlich alles umfasst und sehr stark eben auch künstlerische und musische Aspekte beinhaltet. Hier also mit dem Mond in den Fischen noch eine gewisse Pause, wo es im Grunde auch emotional darum geht, Luft zu holen, bis dann der Mond morgen Mittag, Dienstagmittag in den Widder wechselt und sozusagen die heiße Phase des Vollmondes beginnt mit dem Höhepunkt dann am Mittwoch. Interessant ist ja, dass wir gesagt haben in den letzte Woche in den Tageshoroskopen, dass die Sonne aus der Waage eben in dem Quadrat zu Pluto sehr stark auch alte Geschichten hochgeholt hat. Die Sonne jetzt auf dem Weg zur Opposition zum Uranus, ein Aspekt, der am Dienstag spätabends perfekt ist und ganz klar in den Vollmond mit eingeht, wo es im Grunde darum geht, herauszufinden, wo wir zu angepasst sind, wo wir zu einseitig sind, wo wir nicht gelernt haben, unsere Freiheit, unsere Individualität zum Ausdruck zu bringen. Gleichermaßen ist aber die Venus, Planet der Liebe und Hingabe, hier in der Waage, eher im Kontakt mit Pluto, macht also die Aspekte, die Nacht, die die Sonne vorgemacht hat. Venus wird am Mittwoch im Quadrat zu Pluto stehen und bringt eben auch nochmal unverarbeitetes Material an die Oberfläche, gerade in Bezug auf Liebe, Sehnsucht, unerwartete Liebesereignisse, Schattenintegration. Hier aber auch die Möglichkeit, in die Tiefe zu gehen und in der Tiefe Erfahrungen zu machen. Also die Konstellation also der letzten Woche und am Wochenende gehen noch ein bisschen weiter. Heute mit dem Mond im Fischen sollten wir alles nutzen, um sozusagen unser Vertrauen zu stärken, unser Vertrauen dahingehend, dass es Führung gibt, dass es Hilfe gibt, dass wir nicht in diesem Leben und dieser Situation allein dastehen. Ohnehin eine Zeit, in der auch Freundschaften und Beziehungen auf dem Prüfstand sind, dass wir eben genau schauen können, welche von unseren Beziehungen helfen uns auf unserem Weg und welche sind eher hinderlich für uns. Ich wünsche uns allen einen schönen Wochenstart und einen tollen Montag und sage Tschüss, bis morgen.